So, habe ich da noch eine Gruppe montiert. Gruppe ich das Feld auf, wo Zuckerrüben gesät werden sollen. Und vorgängig wird da Luft abgelassen, noch vielleicht 0,8. Die Skala ist ein bisschen, das muss nochmals gewechselt werden. Die Skala ist viel zu groß, schlecht ablesbar und träge. Ja, das ist da. Geht da noch mehr raus. Liebe Freunde, Bauerhausi Gruppe da für Zuckerrüben. Ich hatte da Schwierigkeiten, die Sicherungsschrauben meiner Zinken einzinken. Das Loch ist ausgeleiert und da hat mir zweimal nacheinander gerade die Schraube rausgerissen. Ja, jetzt fahre ich langsamer, damit da die Sicherungsschrauben nicht sofort wieder brechen. Ja, der Boden ist hart. Da waren letztes Jahr Saatkartoffeln und dann habe ich Fasselia reingesät. Jetzt ist er trotzdem hart, trotz Fasselia. Und ich gruppere nicht so tief. So, einfach nicht so tief. Ja, liebe Hütterfreunde, nach dem Nachtessen weiter gruppen. Es regnet leicht, aber im Moment nicht. Natürlich in Gruppen auf der Regel Hydraulik. Und damit ich gut arbeiten kann, nehme ich auch immer gerade noch die Vorderachsfederung raus, dass das besser funktioniert. Unterwegs zum zweiten Feld. Es ist jetzt 20 nach 8 und regnet. Es regnet nur ganz wenig, da geht noch gut. Für den Bauerhausi. Ist immer gut. Ja, liebe Hütterfreunde, 22.30 Uhr. Der Bauerhausi ist fertig mit Gruppen. Ich habe 6,5 Hektar gegruppert, jawohl. Und immer noch leichter Regenfall. Aber da, dank dem, dass es so trocken war, konnte ich da durchfahren, war überhaupt kein Problem. Hier ein Grupper, Althaus und Co. Flugfabrik Erdingen, der wurde da gebaut. Und mein Vater hat den noch gekauft. Der hat da locker mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Sieht man es? Halb elf gewesen, nach Hause waren. Jawohl, Feierabend für den Bauerhause.